Ein besonderes Kennzeichen ist der geberlos geregelte Betrieb von Highspeed-Spindeln im Drehzahlbereich bis zu 128.000 Umdrehungen pro Minute oder auch 2000 Hertz Ausgangsfrequenz mit einer sehr hohen Genauigkeit von Drehzahl und Drehmoment im kompletten Betriebsbereich, sogar bis hin in den Feldschwächbereich. Durch unser technisches Know-how, unsere Prüf-, Mess- und Simulationstechnik sowie die speziell von uns entwickelte Hard- und Software haben wir unsere Drive-Controller und das notwendige Zubehör wie Motordrosseln und Sinusausgangsfilter speziell für den Betrieb von Sondermotoren vorbereitet. Sämtliche Betriebsarten mit unterschiedlichsten Motorvarianten sind in einer einzigen Software zusammengefasst. Das bedeutet, dass sowohl Synchron-, Asynchron-, IPM- als auch Synchron-Reluktanzmotoren mit einer einzigen Software, mit einem einzigen Gerät, geberlos oder mit Geber, angesteuert und geregelt werden können. Wir setzen auf MATLAB-basierte Simulationsmodelle, mit denen bei bekannten Motordaten Strom- und Spannungsverläufe sowie Drehzahl- und Drehmomentkennlinien im Vorfeld bereits ermittelt werden können. Ein weiteres Tool ist hier die hardwarenahe Echtzeitsimulation, auch Hardware-in-the-Loop genannt. Hiermit kann eine realistische Inbetriebnahme mit unserer Hardware virtuell nachgebildet werden. Die Sicherheitstechnik ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Antriebstechnik geworden. Wir von KEB bieten hier eine Komplettlösung an, angefangen von der Safety PLC, die anreihbar ist an unser Remote-IO-System, mit sicheren Ein- und Ausgangsklemmen, weiterhin über den Frequenzumrichter und über den Motor mit oder ohne sicheren Geber. Die Safety PLC kommuniziert hier über den FSOE, über den EtherCAT-Kanal mit den Teilnehmern und vermindert somit den Verdrahtungsaufwand. Denken Sie zum Beispiel an den Hauptantrieb einer Stationärmaschine, wo unterschiedliche Werkzeuge gefahren werden, zum einen den kleinen Stiftfräser mit 24.000 Umdrehungen und zum anderen ein Sägeblatt mit beispielsweise 5.000 Umdrehungen. Hier muss die SLS-Funktion unterschiedliche Drehzahlen abbilden können. Häufig kommt auch die Frage nach sicheren geberlosen Antriebssystemen, wo kein sicherer Geber hineinkonstruiert werden kann. Auch hier bieten wir entsprechende Safety-Funktionen bis zum Performance-Level E an. Wir von KEB gehen aber noch einen Schritt weiter, indem wir prinzipiell jede Sicherheitsfunktion 8-mal anbieten. Jede Sicherheitsfunktion ist parametrierbar und sofort anwählbar. Die Höhe des Ableitstroms der Maschine bestimmt die Brandgefahr und somit die Höhe des Versicherungsbeitrages für den Maschinenbetreiber. Neben der weiter verbesserten Funkentstörleistung sorgen unsere Filter für eine Reduzierung des Ableitstromes im Bereich der Schaltfrequenz. Da wir unsere Filter komplett selbst entwickeln und in unserem hauseigenen EMV-Kabinen testen, sind sie optimal auf den Betrieb mit unseren Drive-Controllern abgestimmt. Ein besonderes Feature ist noch das integrierte Multi-Ethernet-Modul, mit dem es unseren Kunden ermöglicht wird, mit übergeordneten Steuerungen über unterschiedlichste Busprotokolle zu kommunizieren, wie Profinet, Powerlink, Ethernet IP oder EtherCAT und das mit einem einzigen Gerät. KEB bietet ein breites Portfolio im Bereich der Steuerungstechnik zusammen mit der passenden Visualisierung an. So können sowohl kleine, kompakte Maschinen als auch komplexe CNC-Lösungen flexibel mit dem erforderlichen Funktionsumfang ausgestattet werden. In Kombination mit der entsprechenden Software entsteht aus der IPC-Hardware ein leistungsstarkes System. Die Entry-Level-Solution stellt eine wirtschaftliche Basislösung für ausgewählte Anwendungen mit dem integrierten KEB-CNC-Kern dar. Dem Anwender steht eine CNC-Bibliothek nach IEC-Standard zur Verfügung, die relativ einfach um maschinenspezifische Funktionen und Besonderheiten erweitert werden kann. Neben der Einstiegsvariante bietet KEB eine Lösung für komplexe CNC-Anwendungen mit High-End-Funktionalitäten. Der hier integrierte ISG-CNC-Kern bietet umfangreiche Funktionen für CNC, Robotik und Motion Control. Für die Umsetzung von High-End-Anwendungen wurde der CNC-Kern auf echtzeitfähige IPC-Steuerungen implementiert. Über das Automatisierungstool CombiVis Studio 6 kann der Anwender den CNC-Kern komfortabel einrichten. Unsere Drive-Controller Generation 6 ist damit ein Multitalent, das es ermöglicht, alle Anwendungen über eine einzige Basisplattform zu bedienen.